Zwei Tage später fand in Kana, einer Ortschaft in Galiläa, eine Hochzeit statt. Die Mutter Jesu nahm daran teil. Und Jesus selbst und seine Jünger waren ebenfalls unter den Gästen. Während des Festes ging der Wein aus. Da sagte die Mutter Jesu zu ihrem Sohn: Sie haben keinen Wein mehr. Jesus erwiderte: Ist es deine Sache, liebe Frau, mir zu sagen, was ich zu tun habe? Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Da wandte sich seine Mutter zu den Dienern und sagte: Tut, was immer er euch befiehlt. In der Nähe standen 6 steinerne Wasserkrüge, wie sie die Juden für die vorgeschriebenen Waschungen benutzten. Die Krüge fassten jeder zwischen 80 und 120 Liter. Jesus befahl den Dienern: Füllt die Krüge mit Wasser. Sie füllten sie bis zum Rand. Dann sagte er zu ihnen: Tut etwas davon in ein Gefäß und bringt es dem, der für das Festessen verantwortlich ist. Sie brachten dem Mann ein wenig von dem Wasser und er kostete davon. Es war zu Wein geworden. Er konnte sich nicht erklären, woher dieser Wein kam. Nur die Diener, die das Wasser gebracht hatten, wussten es. Er rief den Bräutigam und sagte zu ihm: Jeder andere bietet seinen Gästen zuerst den besseren Wein an und wenn sie dann reichlich getrunken haben, den weniger guten. Du aber hast den besseren Wein bis zum Schluss zurückgehalten. Durch das, was Jesus in Kana in Galiläa tat, bewies er zum ersten Mal seine Macht. Er offenbarte mit diesem Wunder seine Herrlichkeit. Und seine Jünger glaubten an ihn. Der Predigttext für den heutigen Sonntag steht im 12. Kapitel des Hebräerbriefes in den Versen 12 bis 25. Darum stärkt eure müden Hände und eure zitternden Knie und lenkt eure Schritte entschlossen in die richtige Richtung. Denn die lahm gewordenen Glieder dürfen sich nicht auch noch ausrenken, sondern sollen wieder heil werden. Bemüht euch mit ganzer Kraft um Frieden mit jedermann und richtet euch in allem nach Gottes Willen aus. Denn ohne ein geheiligtes Leben wird niemand den Herrn sehen. Achtet darauf, dass niemand sich selbst von Gottes Gnade ausschließt. Lasst nicht zu, dass aus einer bitteren Wurzel eine Giftpflanze hervorwächst, die Unheil anrichtet. Sonst wird am Ende noch die ganze Gemeinde in Mitleidenschaft gezogen. Achtet auch darauf, dass niemand ein unmoralisches Leben führt und mit heiligen Dingen so geringschätzig umgeht wie Esau. Der Predigttext geht noch ein ganzes Stück weiter und vergleicht den Berg Sinai aus dem Alten Testament mit dem neuen Berg Zion. Es geht um das Blut der Besprengung, das besser rede als das Blut Abels, das zum Himmel schreit. Liebe Gemeinde, wenn man da ins Detail geht, dann fängt einem schnell der Kopf an zu schwirren. Und da bin ich dankbar und erleichtert, dass der Verfasser des Hebräerbriefes, der uns nicht näher bekannt ist, einige sehr klare Aussagen hinterlassen hat. Aussagen, die sofort einleuchten, wie ich finde, und die uns klar vor Augen führen, was uns der Verfasser des Hebräerbriefes eigentlich sagen will. Stärkt eure müden Hände und eure zitternden Knie. Bemüht euch mit ganzer Kraft um Frieden mit jedermann. Achtet darauf, dass niemand sich selbst von Gottes Gnade ausschließt. Das Stärken der müden Glieder, klar, ist Grundvoraussetzung für jede Form des körperlichen Handelns. Und wenn ich das Ganze metaphorisch begreife, dann geht es nicht zwingend nur um Arme und Beine, sondern möglicherweise auch um mentale Stärke, um Stärke des Geistes, um Durchhaltewillen und Kondition.
Also nicht nur Grundvoraussetzungen für körperliches Handeln, sondern für jedwede Art des Handelns ganz allgemein. Bemüht euch mit ganzer Kraft um Frieden mit jedermann. Ja, auch hier haben wir eine klare Handlungsanweisung, aber leichter gesagt als getan. Der Satz stammt aus der neuen Genfer Übersetzung. Luther übersetzt die Aufforderung mit den Worten: Jagt dem Frieden nach. Dem Frieden nachjagen. Eine Aufgabe, die in Zeiten so vieler Kriege wie im Moment, die uns allen so präsent sind, unmöglich zu sein scheint. Dabei ist dies gerade jetzt wichtiger denn je. Jetzt wird sich der eine oder andere fragen, was kann ich denn bewirken? Was kann ich schon im Angesicht von Krieg in der Ukraine, im Nahen Osten und an den vielen anderen Orten der Welt ausrichten? Achtet darauf, dass niemand sich selbst von Gottes Gnade ausschließt. Gottes Gnade, ein Geschenk. Wie schaffe ich es, mich davon nicht selbst auszuschließen? Ich denke, dass die beiden Aspekte, sich mit ganzer Kraft um Frieden bemühen und sich selbst nicht von der Gnade Gottes ausschließen oder darauf zu achten, dass es niemand tut, sofern das in meiner Macht steht, unmittelbar zusammenhängen und sich voneinander nicht trennen lassen. Unfrieden, liebe Gemeinde, existiert nicht nur östlich von uns. Da tritt sie gerade besonders brutal zum Vorschein, aber Unfrieden ist auch in unserer eigenen Gesellschaft zunehmend verbreitet. Das Schlagwort der gespaltenen Gesellschaft ist in aller Munde. Wir sehen das beispielsweise an Umfragewerten für eine Partei, deren informeller Anführer von Umstürzen schwadroniert. Wir erleben, dass Bäuerinnen und Bauern aus Sorge um die Zukunft ihres Berufs auf die Straße gehen, und dann gelingt es rechten Gruppen teilweise, diese Proteste zu unterwandern und in Veranstaltungen zu verwandeln, in denen sich Hass entlädt. Indem Bundesminister in ihrem privaten Umfeld bedrängt werden oder Bilder gezeigt werden, auf denen Politikerinnen und Politiker am Galgen hängen und ihr Tod gefordert wird. Gnadenlosigkeit scheint eine Einstellung zu werden, für die man sich nicht mehr schämen muss, sondern die zu äußern salonfähig wird. Aber wie können wir einen gnädigen Gott erwarten? Wie können wir darauf achten, dass niemand sich selbst von Gottes Gnade ausschließt, wenn wir es nicht schaffen zu verhindern, dass in unserer eigenen Lebenswirklichkeit die Gnadenlosigkeit zur Normalität wird? Ich glaube, liebe Gemeinde, das Erste und vielleicht Wichtigste, das wir hier tun können und müssen, ist erkennen. Erkennen, an welcher Stelle und in welcher Situation wir denn selbst gnadenlos sind. Wann wir uns selbst ein Denkmodell zu eigen machen, das von Gnadenlosigkeit beherrscht wird oder zumindest teilweise davon durchdrungen ist. Mir fallen da eine ganze Reihe von Beispielen ein. Eng verzahnt mit Gnadenlosigkeit ist das Bedürfnis nach Rache. Rache ist ein äußerst menschliches Verlangen. Und das können wir ja offenen Auges auch überall wahrnehmen. Die allgegenwärtige Faszination am Rachegedanken ist überall greifbar. Sei es durch Erzählungen im Bekannten- und Freundeskreis oder in der Familie darüber, wie man es einem Missetäter heimgezahlt hat. Seien es eigene Fantasien oder sei es der kommerzielle Erfolg von Kinofilmen, vor allem US-amerikanischer Herkunft. Das Rache-Epos ist hier ein eigenes Genre. Als Beispiel Gerard Butlers Gesetz der Rache oder die Quentin Tarantino-Reihe Kill Bill. Und sicher Geschmackssache, aber das sind ja auch unterhaltsame und spannende Filme, und ich will auch mitnichten sagen, dass man die Filme nicht schauen darf. Wir dürfen nur den Wert der Rache, der bittersüßen Rache,
so heißt es ja gerne, nicht in die Realität unseres Lebens übertragen. Es gibt bei Rache oder nennen wir es etwas euphemistischer Vergeltung natürlich auch immer den Versuch einer Legitimation. Schutz anderer vor zukünftigen Missetaten, indem der Übeltäter mal eine Lektion erhalten hat oder gänzlich ausgeschaltet worden ist. Aber ich bin sicher, das eigentliche Motiv für Rache ist Hass. Hass auf eine bestimmte Person oder bestimmte Personengruppen. Und dieses Gefühl des Hasses zu benennen, halte ich für wichtig, weil ich der festen Überzeugung bin, dass Hass eine Emotion ist, die wie Gift wirkt. Gift für die eigene Seele. Das klare, vernünftige Denken setzt aus und an dessen Stelle tritt Hass. Buddha wird sinngemäß zitiert mit dem Satz, an Hass festzuhalten ist, wie Gift zu trinken und zu erwarten, dass der andere stirbt. Hass ist eine Emotion, die einen überkommt und seien wir doch ehrlich, das kennen wir doch. Ich kenne das. Ich kenne das, ich kann hassen, ich weiß, wie es ist zu hassen. Ich denke daran, wenn ich im Fernsehen eine Wahlkampfrede von Donald Trump höre und mir vorstelle, dass im nächsten Augenblick ein großer 16-Tonnen-Stein kommt und ihn unter sich begräbt. Wenn ich mich daran erinnere, wie ein aufgestachelter Mob versucht hat, das Reichstagsgebäude zu stürmen, weil sie sich legitimiert gefühlt haben, wie sie es nannten, ihr Haus zurückzuholen, dann geht mir durchaus die Fantasie durch, was ich gerne mit den Leuten anstellen würde, vor allem mit denen, die sie dazu aufgestachelt haben. Oder denken wir an ein Erlebnis, wo einem persönlich selbst oder von einem anderen etwas Schlimmes mit bösartiger Absicht angetan wurde. Das muss nicht gleich Mord und Totschlag sein. Stellen wir uns eine vorgesetzte Person vor oder die Jugendlichen einen Lehrer, eine Lehrerin, die einem scheinbar aus purer Boshaftigkeit und vollkommen ungerecht eine Beförderung verweigert oder eine viel zu schlechte Note gegeben haben. Ja, man kann hassen und ich bin sicher, dass die meisten von uns das kennen. Hass ist leicht. Man muss für Hass gar nichts tun, er überkommt einen, weil er ein Gefühl ist. Jetzt will ich, wie eben angesprochen, die Branche der Hollywood-Filme, denen will ich gar nichts Böses, es gibt ja nicht nur Rache-Epen in Hollywood. Ich denke hier an ein anderes, weit bekannteres Hollywood-Epos, den Krieg der Sterne, Star Wars. Star Wars werden viele kennen, für die, die es nicht tun. Es gibt in den Star Wars-Filmen eine zentrale Figur, die des Meister Yoda. Yoda ist ein viele Jahrhunderte alter, weiser Mann und Yoda sagt, Furcht ist der Pfad zur dunklen Seite. Furcht führt zu Wut, Wut führt zu Hass, Hass führt zu unsäglichem Leid. Und damit füllt Hollywood seit Jahrzehnten die Kinosäle und beschert Streamingdiensten riesige Umsätze. Und das ist die gute Nachricht. Wir müssen uns in Gottes Gnade nicht fürchten. Wir müssen uns dem Hass und der Gnadenlosigkeit nicht hingeben. Wir können anders und wir müssen anders um unserer selbst willen. Achtet darauf, dass niemand sich selbst von Gottes Gnade ausschließt. Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Die Kernfrage, mit der sich Martin Luther sein Leben lang beschäftigte. Einen gnädigen Gott, durch dessen Gnade allein ich gerettet werden kann. Ich habe das Gefühl, liebe Gemeinde, dass ein großes Stück geschafft ist, wenn ich selbst gnädig bin. Gnädig zu meinen Mitmenschen oder dies zumindest nach Kräften versuche. Bitte lassen Sie mich an dieser Stelle noch ein kurzes Beispiel skizzieren. Das ist wirklich nur eine Skizze. Den Inhalt müssen Sie quasi selbst mit eigener Fantasie beitragen. Stellen Sie sich vor, Sie befinden sich in einer eben geschilderten Situation mit einem Menschen, der Ihnen wirklich etwas Böses angetan hat. Was, das sei vollständig Ihrer Fantasie überlassen oder Ihrer Erfahrung. Und Sie hegen gegen diese Person einen entsprechenden Groll, so ein richtiger Feind fürs Leben. Es vergehen die Jahre und warum auch immer, das Blatt wendet sich, die Person, Ihr persönlicher Feind,
gerät in Not, in materielle, gesundheitliche, was auch immer. Und die einzige Person, die diesem Menschen helfen kann, sind Sie. Sie wissen das und der Mensch weiß es auch. Er weiß, dass er ausgerechnet auf Ihre Hilfe angewiesen ist und dass Sie ihm sicher nicht helfen werden. Und dann helfen Sie ihm. Das ist das Gegenteil von Hass. Das ist Gnade. Und was glauben Sie, was das mit diesem Menschen macht? Und was glauben Sie, was es mit Ihnen macht, was es mit uns macht? Ich bin sicher, dass die Genugtuung die der schnöden Rache bei Weitem übersteigt. Und dann haben wir die Welt ein Stück besser gemacht. Was für ein Ziel und was für ein Ergebnis. Lasst uns wachsam sein, lasst uns Hass in uns selbst erkennen und versuchen, ihn nicht unser Denken und Handeln bestimmen zu lassen. Der Predigttext endet mit den Worten: Hütet euch also davor, den abzuweisen, der zu euch spricht. Die weihnachtliche Botschaft, die sich durch die Epiphaniaszeit zieht, der Stern leuchtet noch über unseren Köpfen, ist die Gemeinschaft von Erde und Himmel, wie es die Engel den Hirten verkündet haben. Da ist kein Platz für Hass. Jesus macht aus Wasser Wein. Wir haben das in der Lesung gehört. Das Leben verwandelt sich in ein Fest, wo Gottes Herrschaft aufscheint. Und da ist kein Platz für Hass. In dem Lied, das extra für heute komponiert zu sein scheint, heißt es: Jesus ist kommen, die Quelle der Gnaden. Komme, wen dürste, und trinke, wer will. Holet für unseren so giftigen Schaden Gnade aus dieser unendlichen Fülle. Und das Lied wollen wir jetzt singen, und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.